mein Herz mit auf die Reise in die schöne weite Welt hinaus. Hallo! Jede Jahreszeit hat so ihren eigenen Zauber, der vor allem dadurch gewinnt, dass er bald wieder vergeht. Ich hoffe, der Winter hört es oder sieht es jetzt auch, denn den braucht man jetzt wirklich echt nicht mehr. Erst im November wieder oder im Dezember wegen mir. Der Zauber des Frühlings ist seine schier wahnwitzige, verschwenderische Pracht aus Blüten und Sprossen und Knospen und... ach, wirklich herrlich. Auch das all das aus dem totscheinenden Boden und aus totscheinendem Holz hervorsprießt, aus dem Boden schießt, das ist jedes Jahr wieder mit Faszination anzusehen. Dieser Frühling hat mich zu einer kleinen Andacht und vor allem zu einer Reflexion über meine Zeit als alten Pflegeheimseelsorger in Weinsberg. Da war ich, bevor ich hierher kam. Dazu hat es mich angeregt. Neues Leben, neue Kreatur, das ist der Frühling. Und davon weiß auch der Wochenspruch. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Es ist zwar noch April, doch der Mai steht schon in den Startlöchern und deshalb lade ich Sie ein, dieses wunderbare Lied, wie lieblich ist der Mai, unter der Nummer 501 zu singen. Einen Link dazu sehen Sie hier eingeblendet. Oder auch, um den Jubelpsalm zu beten, Psalm 66, den sehen Sie auch gleich. Deswegen habe ich mich auch mal in die Obstplantagen Warmbronz begeben. Und von hier aus möchte ich die Andacht halten. Einige Blüten stehen schon. Also wirklich, ich will gar nicht wissen, wie das in den nächsten ein, zwei Wochen aussieht. So ein schöner Frühling. Ich freue mich schon richtig drauf. Überall springen die Knospen in diesem Frühling. Auch der Baum vor meinem Fenster überrascht mich jeden Morgen mit einer neuen kleinen Knospe, mit einem neuen Trieb, der wieder hervorgesprießt ist. Es ist einfach eine tolle, tolle Zeit. Man könnte meinen, die Natur explodiert förmlich vor Lebenskraft. So ist dieser Frühling. Meine alte Heimat, Weinsberg, ist umgeben von Weinbergen und auch von Obstplantagen. Sieht da so ähnlich aus wie hier. Und da gibt es eine Allee oberhalb von Weinsberg, da muss man sich ganz schön hochquälen, da geht es steil den Berg hoch. Die heißt Kirschenallee. Das ist eigentlich mehr ein Feldweg als eine Allee, aber gesäumt ist sie mit vielen tollen Kirschenbäumen, die jetzt um diese Zeit einfach richtig schneeweiß blühen. Eine wirkliche Pracht ist das. Und in diesen Wochen, da zieht es die Weinsberger und Weinsbergerinnen trotz des steilen Anstiegs wie magisch hoch zu dieser Kirschenallee. Da wollen sie baden in diesem schneeweißen Blütenmeer. Alles wächst, alles gedeiht und alles ist so unfassbar lebendig. Alles? Ein alter, knorriger Baum steht auch dort, am Rande der Kirschenallee. Rings um ihn, da ist ein Blütenfest, ein Frühlingsfest voller Blüten und voller Blattgrün. Der alte Baum trägt weiter vor allem herbstliches Braun und auch Grau. Ein paar wenige Triebe kommen mühsam und spät. Sie können nicht verdecken, dass seine Zeit bald zu Ende ist. Ich bleibe stehen und sehe den alten Baum genauer an. Deine Äste, sie haben viel getragen, alter Baum. Ich sehe Narben von einem abgebrochenen Zweig. Da unten, da hat eine Säge rigoros einen Ast abgetrennt. Ganz verheilt ist es nie, so scheint es. Knorrig, stark. Vom langen Leben geprägt sind deine Äste.
Nicht mehr so gerade und biegsam wie in frühen Jahren. Doch noch, noch ahnt man deine Kraft. Noch da ahnt man, was einmal in dir steckte. Was hast du alles erlebt, alter Baum? Was hast du gesehen und getragen? Ruhig stehe ich und betrachte, was der Baum mir zeigt. Da hing vielleicht mal eine Schaukel. Da an diesem geraden Stück. Dort oben ein verlassenes Vogelnest. Sanft und ohne Hektik bewegt er seine Äste im Wind. Ich muss aufpassen, dass mir nichts entgeht. Ein Nagel steckt auch im Stamm. Er schmerzt. Was wohl daran hing? Viele Risse sehe ich. Zeugnisse eines langen Lebens. Es tut mir gut, hier bei ihm zu sein, bei diesem alten Baum. Entschleunigt. Beruhigt. Dankeschön. Danke, höre ich mich sagen. Danke für das, was du mir gezeigt hast. Danke für das, was du mir zeigst. Ich bilde mir ein, dass der Baum lächelt. Eine Stille schließt sich an. Wird das mein letzter Frühling sein? Fragt der Baum. Wann hört mein Wachsen auf? Wann ist meine letzte Blüte? Was kommt danach? Die einzige Antwort, die ich habe, ist, da zu bleiben und gemeinsam mit ihm diese Frage zu stellen. Ringsherum, da geht das Leben weiter. Ringsherum, da tobt sich der Frühling aus. Fröhlich. Mittendrin, da stehen wir zwei. Mittendrin sind wir zu zweit und schweigen. Mitten im erblühten Leben, da stehen wir und betrachten den Tod. Auch er gehört zum Leben. Stille. Ein paar Vögel zwitschern. Äste rauschen leise im Wind. Ein neuer Frühling wird kommen, hofft der Baum. Zaghaft zuerst, doch dann immer stärker und immer fröhlicher. Ein neuer Frühling, der nicht aufhört. Dort werde ich leben voller Kraft. Und ich werde sehen, wer mich gepflanzt hat. Ein neuer Frühling. Ich nicke. Das hoffe ich auch. Ich verabschiede mich und gehe gedankenversunken weiter. Gerade hatte ich noch eine ganz nette Begegnung mit Familie Kratzer. Weiß ich wieder ein bisschen mehr über Warmbronn hier. In meiner Zeit als Altenpflegeheimseelsorger in Weinsberg, in den 3 Jahren, da habe ich auch viele Begegnungen gehabt. Viele Begegnungen im übertragenen Sinne mit alten Bäumen. Mir wurden Narben gezeigt, die sonst vor Scham und Schmerz oft eher versteckt wurden. Ich durfte auch so manche Blüte sehen und erleben, die ich überhaupt nicht erwartet hätte. Gemeinsam da fragten und suchten wir nach Antworten. Meist bestand sie nicht in irgendeinem gelehrten Satz, sondern im Dasein, im Zuhören, im gemeinsamen Suchen. Im Spüren, im Gebet und im Schweigen. Für mich waren die ersten Schritte im Wohn- und Pflegestift Weinsberg damals absolutes Neuland. Für viele Bewohner und Bewohnerinnen war ich mehr der Sohn oder naja, eigentlich sogar eher der Enkel als der Pfarrer. Mit der Zeit, da entstanden Beziehungen.
Da entstand auch Vertrauen und mein Blick auf das Alter hat sich in der Zeit sehr geändert. Es ist nicht mehr der jugendliche Schreck vor den Falten, vor ja, den Narben oder vor der Knorrigkeit. Es ist die Neugier auf das Leben, das da vor mir sitzt oder auch liegt. Ob es mir antworten kann mit Worten oder eher mit Gesten oder einfach so ruhig daliegt. Ich möchte gern die Schönheiten des Lebens entdecken und die Schattenseiten aushalten, mit ihnen gemeinsam. Am Anfang meiner Zeit, da habe ich ein Interview in der Zeitung gegeben. Ich weiß auch nicht, warum ich da interviewt wurde. Vielleicht, weil es ungewöhnlich ist, dass man mit gerade mal 30 Jahren Altenpflegeheimseelsorger wurde. Da habe ich dann recht flapsig gesagt, ja, eigentlich komme ich nur und für Gespräche. Ich komme und rede und höre zu. Heute denke ich, dass darin ein großer Schatz liegt. Ich nehme wahr, ich bringe Zeit mit, ich rede und ich höre vor allem zu. Das nur streiche ich ganz. Oft genug wurde uns dann etwas geschenkt, was ich nur als Gnade bezeichnen kann. Der Blick auf das eigene Leben, er wurde sanfter, er wurde weicher, er wurde gnädiger. Auch der Blick auf die jetzige Situation. Es war nicht mehr das schöne Leben, voll Kraft und voll Jugend, das vergangen und verloren ist. Nein, es war das schöne und tolle Leben, voll Kraft und Jugend, das gesammelt und bewahrt war. Mit allen Ecken und Kanten. Dieser Blick war Gnade. Wenn es auch nur für diesen einen Moment war, wenn er auch schnell wieder verflog und das alte Bedauern zurückkam. Es war ein schöner Moment. Ich hoffe, dass ich daraus viel mitgenommen habe für mein eigenes Leben, für mein eigenes Altern. Ich möchte mir diesen Blick auf das Altern, auf das Alter, auf das eingesammelte Leben bewahren und vor allem auch die Neugier davon zu hören. Ich möchte auch mal selbst mit dem Blick auf mein Alter blicken können. Möge Gott mir jemanden schicken, der mir dabei hilft. Die Geschichte des Baumes und der vielen alten Bäume im Wohn- und Pflegestift in Weinsberg, die ging noch weiter. Ein paar Wochen später komme ich wieder in die Kirschenallee, um den alten Baum zu besuchen. Er ist nicht mehr da. Wo er stand, ist nur noch ein Stumpf aus Holz. Ich bin zuerst erschrocken, weil die Geschichte so schnell endete. Aber dann muss ich auch lächeln, in aller Traurigkeit. Denn nein, die Geschichte geht weiter, auch wenn ich sie jetzt gerade nicht mehr sehe. Aber er selbst, er erlebt sie. Er hat seinen letzten Frühling erreicht. Und dieser Frühling wird nicht mehr enden. Und mit diesen Gedanken verabschiede ich mich. Ich wünsche Ihnen eine ganz tolle Woche. Eine ganz tolle Frühlingswoche. Gehen Sie doch auch mal raus. Genießen Sie dieses tolle Wetter. Die Bäume hier in der nächsten Woche, die werden sicher noch weiter in ihrer Blütenpracht explodieren. Und gehen Sie in die Woche mit Gottes Kraft und Gottes Segen. Ade und eine gute Zeit Ihnen. Eine kleine Seligkeit nimmt mein Herz mit auf die Reise in die schöne weite Welt hinaus. Dort, wo bunte Blumen blühen, dort, wo weiße Wolken ziehen, steht am Waldrand ein Haus. Hier ohne Sorgen, friedlich geborgen, liegt dort die Welt im Sonnenschein. Unter uralten Bäumen lebt
Tag in ein Wunderbund. Alle Dinge so bereite, meine kleine Frühlingsweite, bunte Pölter flattern hin und her. Die Natur auf allen Wegen streut den schönsten Blütensegen und die Rosen duften süß und schwer. Doch wie bald ist all diese Pracht entschwunden, die ein schöner Tag uns in Mai gebracht. Denn ein kalter Reif hat in nebelgrauen Stunden alles Grün vernichtet, die Heimat. Längst schon sind verstummt alle Vöglein auf den Zweigen, auch die Falter tanzen nicht mehr ihre Leigen. Selbst die alten Bäume hüllen, frieren sich in Schweigen. Und den kleinen Blümlein ist so traurig zumut. Da erkennt ganz leise, leise meine kleine Seligkeise, bis die goldene Sonnenstrahlen entlang. Wieder auf die Wolken gehen wieder und vergessen ist die kalte Nacht. Freut euch der Jugend nur jede Stunde, wenn euch die Sonne strahlt im Ei. Sucht die Schönheit im Leben, steht nicht daneben, denn der Frühling geht ja doch.